Servus Leute, servus, ja, wieder einmal auf meinen Rundgang, beim Sauwetter-Rundgang, gell? Ja, seht ihr, das Schiff da oben wie die Sau, gell? Und ich gehe genau drauf zu, Tim, hopp, aber das macht nichts, das macht überhaupt nichts, ja. Ganz kurz, ein paar Worte. Ja, meine Knie. Unverändert, gell? Aber ich darf nicht jammern, es geht. Es geht. Hier eine neue Hanfsalbe. Direkt von meinem Apotheker. Und von meinem Freund. Der hat mir das empfohlen. Günther, danke. Und der hilft wirklich super gut. Aber was anderes. Ich kriege aber wieder, ich habe eigentlich schon so gesagt, Anfragen. Jetzt speziell aufgrund dessen kriege ich das eine oder andere Mail. Natürlich wegen dem Bogenschießen. Gell? 99,9%. Befürworten natürlich das, was ich sage. Es ist vorwiegend von denen, die selber Bogenjäger haben, beziehungsweise auch 3D-Schützen und einfach Bogenschützen haben. Eine 2-3 sehen das nicht ein. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man mit einem selber geschnitzten Bogen ohne weiteres auf die Jagd gehen kann und einen Menschen umbringen kann. Ja, wird vielleicht gelingen. Richtiger Stelle, richtige Entfernung, mit einem riesen Glück dabei, mag vielleicht sein. Aber dazu Honig jetzt einmal mitgenommen auf einen Parcours. Auf einen neuen Parcours, den war ich noch nie. Keine Ahnung, nie gekannt. Die Viecher nicht gekannt, nichts. Und da habe ich einfach ganz realistisch umgeschnitten in 16 Videos, kurze, so 1 bis 2,5 Minuten, von Stand zu Stand, von Station zu Station, mitschießen lassen. Dass es seht jetzt, wie das zugeht. Und was man eigentlich in der Lage ist, zu treffen, wenn man gut schießt. Aber das geht halt nicht so ohne weiteres. Ja? Und nicht. Fuß ist. Und das geht nicht von selber. Ja? Das ist viel Training und vor allem ständiges Training, das nie aufhört. Ja? Allerweil wieder. Ja, das muss einfach ganz klipp und klar sein. Nachher funktioniert das. Die Jagd. Sowohl auch das andere in Notsituationen und im Verteidigungsmodus. Bogenschießen gewaltig, aber nicht für mich, nicht zu empfehlen und der erste Wahl der Verteidigung. Es ist einfach zu kompliziert. Okay, ich werde euch das einstellen. Am 24. geht das online. Ja. Schaut es so. Ich glaube, es ist interessant für ihn, einfach da einmal mitzuerleben, so ein 3D-Parcours, so richtig die ganzen Stationen, 16, das ist die Hälfte der Stationen, die da haben, 2 oder 3 Stationen haben, und so gut bei jeder zweiten, und ihn einfach teilhaben lassen. Gell? Von ausmessen, bis zum Umschauen, ausleichen und schießen, ungeschnitten. Und dann seht ihr, wie gut, dass man schießen kann. Und wie schlecht natürlich auch. Aber ich glaube, es ist ganz hier gelungen. In diesem Sinne, freue mich, wenn ihr es anschaut. Was ist? Hallo. Ich freue mich, wenn ihr es anschaut. Und vor allem, gebt mir ein Urteil an. Auf die Kommentare bin ich schon neugierig. Pfiat, denk, servus, denk, Didi. Vor allem,
bleibt gesund, legt es niemand noch, aber vor allem legt es eigentlich nicht selber. In diesem Sinne, Servus, ein Katidi.